Ja, liebe Michaela, schön, dass ich dich jetzt hier begrüßen darf zu einem ganz besonderen Event. Wir waren hier gerade auch ganz kurz online oder gemeinsam online in einer Sonntagmorgen-Session. Sehr, sehr spannend. Und ja, du bist ja auch eine Netzwerkerin vor den Herren und vielen Dank, dass du mich in dieses Netzwerk auch mit eingeladen hast. War sehr, sehr toll. Und ich habe jetzt mit dir etwas ganz Besonderes vor. Du wirst eine kleine Überraschung erleben. Das Paket ist ja mittlerweile bei dir angekommen, nehme ich an. Und du hast Ja. es noch nicht richtig geöffnet, hoffe ich. Nee, habe ich So nicht. ein bisschen. Gut. Michaela, ich lese dir jetzt eine kleine Laudatio vor. Du wirst nämlich heute ausgezeichnet mit einem ganz besonderen Preis. Und ja, ich fange mal an. Liebe Michaela, ich gratuliere dir sehr, sehr herzlich. Du bist einer der 10 Menschen, die 2022 mit dem Networking Excellence Award ausgezeichnet werden. Und diese Auszeichnung hast du, liebe Michaela, mehr als verdient. Du bist Netzwerkerin mit Leib und Seele und bewegst in und mit deinem Netzwerk nicht nur Menschen, sondern initiierst Projekte, die Menschen helfen. Die Aktion Ahrweiler soll leuchten, die du über LinkedIn und über andere sozialen Medien in Gang gesetzt hast und die in deren Rahmen du über die Ängste und Sorgen der Menschen, die von einer furchtbaren Katastrophe getroffen wurden, hat bundesweit Aufsehen und Aufmerksamkeit erregt. Aber dabei ist es nicht geblieben. Deine Initiative hat jetzt dazu geführt, dass deine Stadt doch noch Weihnachtsbeleuchtung bekommen hat und jetzt auch wieder aufgebaut wird. Das, liebe Michaela, war nicht nur Licht. Es war mehr als Licht. Das Licht hat einigen Menschen wieder Hoffnung gegeben, Hoffnung darauf, dass sie nicht vergessen werden oder nicht vergessen wurden. Hoffnung aber auch darauf, dass man nun doch weitergehen wird und Hoffnung darauf, dass das Ahrtal wieder aufgebaut wird. Das ist deiner Initiative zu verdanken und dafür möchte ich dich heute auch auszeichnen. Du hast mit diesem unglaublichen Einsatz Menschen dazu gebracht, dir zuzuhören, sich dir anzuschließen und mit dir zusammenzuarbeiten. Und ich bin sehr dankbar, dass auch ich in deinem Netzwerk aktiv sein darf. Dass du bei all dem auch noch Mensch, Hausfrau und Mutter geblieben bist und nicht den Drang hast, unbedingt im Radio, im Fernsehen oder in der Presse zu erscheinen, das macht dich besonders bemerkenswert. Und dafür hast du den Networking Excellence Award 2022 mehr als verdient. Liebe Michaela, ich darf dir diese Urkunde überreichen. Du hast die hoffentlich auch im Original in deinem Paket schon gesehen. Und nebenbei darf ich dir auch einen dieser 10 begehrten Networking Excellence Awards verleihen. Ich versuche Moment. das so in die Kamera zu halten. Vielen Genau, so. herzlichen Dank. Ich muss das jetzt erstmal alles aufmachen hier, Ja. weil du hast mir ja was verboten. Das dürfen wir ja nicht Ja. vergessen. Du hast mir Ja, gesagt, ja. komm, Paket und mach es nicht auf. Das Genau. habe ich aber So. jetzt währenddessen getan, weil ich ja gesehen habe, was du. Und dafür danke ich dir ganz herzlich, weil das ist ja eine von 10 zu sein. Das ist ja was ganz Besonderes, was du ja auch damit geschaffen hast. Ist ja ein Club der Auserwählten. Erstmal hast du mir gerade schon gezeigt, was da drinnen ist. Und ich mache das jetzt mal auf. Und Ja. ich danke dir ganz herzlich. Und auch die Worte dazu. Also, das ist sehr rührend. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich muss mich auch etwas zurückhalten, weil ich bin da sehr nah am Wasser gebaut, weil ich ein Gefühlsmensch bin, durch und durch. Aber das weißt du auch. Du hast mich auch schon anders kennengelernt. Und jetzt habe ich da was drin. Und mach das dann auch auf. Weil wenn, dann müssen wir das auch richtig zelebrieren und nicht nur so, guck mal, Ja, hier auch genau. so. Ich bin halt der Rheinländer und ich sage das, was ich denke. Und ja, ich finde es total klasse. Weil es ist so, weißt du, es gibt viele Auszeichnungen im Leben. Aber das ist eine Auszeichnung, die. Da hast du dir wirklich sehr viele Gedanken gemacht und ja, muss ich das jetzt auch da? Pass auf, das ist ja immer so eine Sache mit dem Zoom, ne? Pass auf, wie müssen wir das Ja. jetzt machen? Also erstmal habe ich da oben die Kamera, ich habe da auch einen Kaktus, da ich weiß, wo ich reingucken muss. Okay. Muss man das andersrum machen? Sekunde, 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 Sekunde. Ja, dann machen wir es ja auch richtig. Also du gibst mir das jetzt, ne? Genau, ich Ja. übergebe dir das jetzt. So, Ja. und ja, hier, bitteschön. Ich nehme es. Dankeschön. Das auch. Ja, Vielen, vielen super. herzlichen Dank. Also ich bin, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sowas von geplättet. Überhaupt
dass du dir diese Gedanken gemacht hast und diese Mühe und überhaupt, das ist was ganz Besonderes. Und ja, ich finde es wirklich sehr, sehr, sehr bewegend. Und aber na gut, du kennst mich, du weißt mittlerweile so ein bisschen, wie ich ticke. Und das mit dem Rampenlicht, ja, das ist wirklich so, ich nutze die Öffentlichkeit für die Zwecke, wie wir sie hier gerade ja, haben. Und für mich ist es einfach wichtig, dass wir nicht nur laut sind, dass ich mag es nicht zu polarisieren. Mhm. Polarisieren hilft uns überhaupt nicht weiter. Denn was uns einfach hilft, sind das Netzwerken, so wie wir es machen, Netzwerken, wie ich es jetzt mit dem Bauunternehmer gemacht habe. Es gibt keine Zufälle. Das Licht hat uns zusammengebracht. Er sagt, ich lese normalerweise keine E-Mails. Ich habe diese E-Mail gelesen, warum auch immer, und habe dich angerufen, und dann war er hier. Und er hat unsere Stadttore hell gemacht. Und du warst hier, du hast sie gesehen. Wir haben uns leider nicht getroffen, weil wir ja gerade in dem Moment beim Bürgermeister waren. Und ja, also es war wirklich die Leute, die stehen davor mit Selfies und die machen und machen und tun. Und das ist so schön. Und es wird immer einige geben, die sagen, es ist nicht nötig. Und da steht jetzt da ein Baum neben dem anderen Baum. Aber die meisten Menschen sagen, wow, ist das schön. Und ich glaube einfach, dass das, was du gerade mit und in deinem Netzwerk leistest, ja nicht dir dient, quasi als dich ins Rampenlicht zu bringen, sondern wirklich den Menschen im Ahrtal Hoffnung gibt und einen Hoffnungsschimmer, dass irgendwann mal Licht am Ende des Tunnels kommt. Weil wir wissen ja beide, wie schwierig das gerade ist, dass viele Gelder zwar vorhanden sind, aber dass sie nicht da ankommen, wo sie ankommen müssen. Und dass ganz, ganz viel Energie einfach verloren geht, weil jeder irgendetwas macht und keiner was richtig koordiniert. Und ich bin der Überzeugung, dass du mit deinem Netzwerk vielleicht auch, nein, nicht nur vielleicht, sondern ganz sicher, ein bisschen Ordnung ins Chaos bringen wirst und dass das Ganze effektiv in geordneten Bahnen geht. Und darum hast du, wie gesagt, diesen Networking Excellence Award mehr als verdient. Und ich hoffe, dass dir deinen Schreibtisch einen Ehrenplatz kriegt. Und dass er dir auch immer dann, wenn es mal nicht so läuft, wie du das möchtest, auch ein bisschen Mut gibt und dir zeigt, es gibt Menschen da draußen in der weiten Welt, die dir zuhören, die dir folgen und die dir virtuell auch Kraft schicken und in Gedanken bei dir sind. Ja, ich find den toll. Also der kommt bei mir genau da auf meine, ich habe so eine Erhöhung hier für meinen Rechner, und da werde ich ihn da hinstellen und ja, das ist so ein Glücksbringer, ne? Das ist so dieses Mutmachen, ne? Ich meine, weißt du ja auch, ich bin ja Persönlichkeitstrainerin, und Mut gehört unwahrscheinlich dazu, um Dinge zu bewegen. Und Mut macht noch mutiger. Und wenn wir das erstmal erfahren haben und über unseren eigenen Schatten gesprungen sind, dann kann es sogar süchtig machen, mutig zu sein. Und das ist das schönste Gefühl, was man in sich tragen kann. So sieht das aus, liebe Michaela. Ich wünsche dir weiterhin viel, viel Erfolg. Und möge das Ahrtal bald wieder richtig leuchten und wieder wirklich schön werden. Wir wissen beide, dass es sehr lange dauern wird und dass es einen langen Atem brauchen wird. Aber je mehr wir Menschen begeistern, in deinem Netzwerk und in unserem Netzwerk zusammen mitzuarbeiten, desto schneller wird es gehen. Und von daher Glück auf und viel Erfolg und herzliche Gratulation nochmal. Ich danke dir herzlich. Danke, danke.